Also, ich glaube, das wäre das Beste gewesen, wenn du diesen Aura gebaut hättest. Ja, wenn die dir das durchgehen lassen, ey, dann ist es komplett. Ja. Also, wenn die das geglaubt hätten, wirklich. Also, ich hätte nur auf noch Karma gekillt und dann wäre ich, glaube ich, nochmal in den Schacht gesprungen. Ja, ich hatte schon. Moin Leute, was geht? Eine Runde Among Us mit den Boys. Heute mit Aurik, Ares EPS, Carnifex, Hupedidl, Karma, Kex, Perik, René und Tuni. Also der guten Elena. Okay. Gott sei Dank ist René tot. René liegt oben rechts. Immerhin keinen schlimmen getroffen. Also eigentlich haben wir gewonnen. Was? Oben rechts im Office. Oben rechts im Office. Ich mach so mit Kumpel. Ja. Dann kann es da Elena aber nicht sein, andere, weil die war links die ganze Zeit. Ja, ich bin an Technik vorbeigelaufen. Elena war bei mir. Und Ares. Wurde er beim Kartenswipen erwischt? Was? Nee, er liegt hier irgendwo rum. Ich hab mal halt nicht gesehen. Ich konnte nur auf Report drücken. Ja, das Einzige, was ich das weiß. Licht war aus, ne? Das Einzige, was ich weiß, ist, Karma und Perik und ich haben Tasks gemacht. Die neben mir langgelaufen. Ja, diese, sind am Anfang. Diese, die genau, diese Benzin. Diese genau. Benzinsache, ja. Karma hat oben dann auch noch den anderen Benzin gemacht mit mir und ist dann nach oben links gelaufen. Ich weiß nicht genau, ob er dann einen Kreis gemacht hat und nach oben rechts gelaufen ist und den dann getötet hat. Das weiß ich nicht, weil Licht war ja auch aus. Man hat nicht mehr so viel gesehen. Ich weiß es nicht. Oder was? Ich habe erst diese Task gemacht mit dem Benzin und dann bin ich unten zu dem Lava-Ding gelaufen. Du hast auch die Benzin-Task gemacht? Ja, mit Karma war da und Tekex. Ja, ja, genau. Wir haben drei haben das gemacht. Ihr habt eine gemacht und ich habe zwei gemacht. Und dann bin ich auch gelaufen zwei gemacht, bin danach noch. Ich war alleine im Decontamination Room. Also. Ich habe keine Alibi, aber. Sprich, was jetzt schon Englisch aus, damit das nicht verkackt. Tony war links, die war eben noch gerade gegen Ende, hat die versucht, das Licht zu fixen und ich stand hinter dir. Also du kannst dich wahrscheinlich... Okay, dann sind wir alle drei zusammen. Ja. Wir also sind aber jetzt wieder alle Technik im auch Emergency da. Room. Also Kani ist der Einzige, der halt keine... kein Alibi hat. Und der halt dort auch in der zu Lava Kani ich nicht außen gesehen. Gegangen und dann runter ins Büro und dann Decontamination. Denkt er, dass es auch Hupe hätte sein können, ne? Das dürft ihr nicht vergessen, ne? Nur weil der Report... Kani die waren die Einzigen, die da also ich hab nur Perik und Dings gesehen, okay. Ja, ja. Ja, ich habe auch nur Karma und Perik gesehen. Mehr habe ich auch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, Hubu und Kani, Leute. Okay. Mikrofon aktiviert. Technik, was ist? Perik! Ja, was ist los? Was hast du da gemacht? Hast du da zufällig Karma abgestochen? Wo? Ja, da, wo du ihn abgestochen hast, das weißt du doch wo. Wo bist du denn?
Also ich bin gerade bei so? Dich. Ja. Warum grinst du so, Merik? Entschuldigung, dann hört dein Grinsen raus. Ja, das ist doch bei dir genauso, Technik. Raus, die Viecher! Also ihr wollt mich daraufhin der jetzt Der arme Karma. Ja, natürlich. Also ihr fragt nicht mal nach, wo der gekillt wurde. Ja, wurde ihr sagt einfach, ich hab's nur nicht gesagt. Ihr sagt einfach, ich war's. Ja, ich hab noch niemand gebaut, außer Kani. Doch, ich wollte. Ich bin der Einzige, den ich gesehen habe. Periks Einzige, den ich hier gesehen habe. Wie hast du mich denn gesehen? Ich war doch aus. Wo war er? Ja, und wir sind direkt aneinander vorbeigelaufen. Dann siehst du trotzdem was. Wo war er denn? Wo ist die Leiche? Unten links bei der beim Flaschenauffüllen bei der Quest. Bei dem CO2-Flaschenauffüllen. Bei O2 oder was? Genau, unterm Baum quasi. Okay, ich weiß, dass Perik auf jeden Fall unten links war, den habe ich gesehen. Ja, richtig. Perik ist da auch hin und her gerannt. Der war auch ganz kurz. Ja, ich war unten links. Tekex und wer war da noch? Irgendeiner war da noch und dann bin ich hoch zum Licht gelaufen. Was hast du bei der Shooting Range gemacht, Perik? Bei der Shooting Range? Ja. War nicht bei der Shooting Range. Ich habe erst den O2, diesen Boiler aufgefüllt und dann bin ich runtergegangen zu dem Wasserkanister. Aber du warst doch unten in der Shooting Range drin, einmal kurz. Warum in der Shooting Range? Was ist denn die Shooting Range? Na, da unten wurde die Asteroiden abschießen. Nein, da war ich nicht drin. Ich dachte erst, ich muss da rein, ihm, aber dann bin ich halt rausgelaufen und musste diesen komischen Faden da verbinden. Also ich fand's auch komisch, Alter. Ich bin zweimal zu... kurz da rein und dann ist er wieder relativ schnell wieder raus. Ich bin zu Perik gegangen und er stand da so komisch und ich dachte so, hä, warum steht der so komisch? Und bin dann hochgelaufen und dachte mir so, hä, warum steht der so komisch? Und bin wieder zurückgelaufen, um zu gucken nochmal. Also, entweder... Also, wenn du keinen Cooldown gehabt hättest, hättest du mich safe auch noch abgeschossen. Wir sind alle gerade komplett hops, aber wäre Perik mehr ausgerastet. Nein, raus mit dem. Muss ich zugeben, dann wäre Perik ausgerastet. Ja, stimmt. Er hat sich schon sehr gepasst. Wenn Perik so ein Grinsen im Gesicht hat, wenn er irgendwas sagt. Ich habe euch gesagt, warum ich in dem einen Raum war mit der Shooting Range. Ja. Wenn ihr Technics glauben wollt, dann macht das. Ja, das machen sie auch. Hau rein, Bruder! Jetzt falsch. Nee. Wir sehen's ja nicht. Ja, wir sehen's ja nicht, genau. Ah. Aber wir können ja auch uns Technics noch merken. Muss ja nicht. Vor der Shooting Range liegt einer. Okay. Aber Hupe war bei mir links am Baum. Ja, Kex war bei mir. Also wir haben eben das. Ja, wir haben das Licht ausgemacht. Aurik und ich haben das Licht wieder angemacht, meine ich. Wir haben das Licht wieder angemacht. Wer war bei dir, Kani? Ares. Also ich bin alleine links am Baum. Ich kam Kani in den letzten zwei Tasks. Vorher kam ja Aurik entgegen. Also er könnte es auch gewesen sein. Welche Task hast du noch, Ares? Aurik war bei mir und hat das Licht angemacht. Jetzt muss ich gerade das längste machen. Ja, das ist irgendwie so eine Memory. Ah, das heißt nicht. Kam da rechts rein oder? Ich kam rechts vom Labor und hab dann das Öl aufgefüllt und dann war Licht aus und bin dann mit Keks zusammen rumgelaufen. Das Ding ist, ich stand am Electrical Ding und hab halt gerade das Licht angemacht, dann ging mein Fenster wieder zu und dann stand er neben mir. Ich weiß nicht, wo er gekommen ist. Keine Ahnung. Ares, wo warst du? Unten rechts. Ich mache jetzt zwei Tasks. Ist jetzt so gesagt eine anderthalbe nur noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt, der Progress. Ich musste so eine Memory machen. Oh, ich bin aber auch alleine, ich glaube. Ja, genau. Also mit dem Merken. Also wir wissen auf jeden Fall, Simon wenn das jetzt wirklich das. So war, dann. Also ich glaube ja schon, dass Technics auf jeden Fall es nicht ist. Ja, ne? Das stimmt. Weil wir haben ja durch ihn. Ja, aber da machst du dich da gerade durch verdächtig, dass du das so sagst. Ja, ich weiß. Ja, aber was macht das? Das macht es gerade nicht besser, Technics. Ja, ist egal. Also ich weiß nicht, das Ding ist halt, dass von dem Punkt bis zu dem Electric. Ist halt nicht viel. Pass auf, es ist eigentlich relativ einfach. Ich habe nur noch oben, muss ich einmal zum Reagenzglas, dann bin ich durch mit allen meinen Tasks. Und dann kann ich mit jedem von euch rumrennen und dann gewinnen wir es einfach über Teamplay wieder.
Lass einfach abteamen. Ich habe auch nicht mehr so viel. Aber müssen wir jetzt voten, weil wenn jetzt noch zwei... Nö, wir müssen nicht voten. Perik war es ja auch. Also Perik war es ja. Das habe ich ja fast gesehen. Also ich weiß nicht. Ich bin legit, also ich habe nur wegen der Masse die ganze Zeit nicht zu den Dings gerannt, zu den Electric-Dingern. Und ich habe jetzt noch ein, zwei Quests offen. Ich find's krass, dass du zu den Electric-Dingern läufst und du quasi fertig bist. Ja. Also skippen wir den Voll schnell. Wer denn? Ich hab geskippt, ja. Okay, gut. Merkt euch Aurik. Er ist verdächtig. Ja, lass einfach zusammen machen. Nein. Aurik war die ganze Zeit bei mir. Ich weiß nicht. Nein, war er nicht. Willst du das wissen? Ist halt super boring, holy shit. Ist halt mega langweilig so. Es ist halt irgendwann, du kannst halt nichts mehr machen, ne? Du bist halt einfach nur noch gezwungen, da rumzustehen, weil die alle zu viert groupen, ne? Das ist halt super lame. Also nach dem zweiten Emergency Call hast du schon keine Chance mehr zu gewinnen, so. Es ist einfach nicht machbar. Egal wie du es roleplayen willst. Ich stand oben. Ja, Aurik war's. Ich war's. Ja. Achso, wir waren die im Poster. Aber erklärt mir mal bitte, warum die Emergency Calls anfangen mit Technik sagt, ich war da in der Nähe. Und irgendjemand fängt instant an zu voten. Er fragt nicht mal wo, welche das, Leiche. Keine Ahnung, das war Kani. Das war mega lost einfach. Das finde ich auch. Also, du hast dich halt auch kaum verteidigt. Du hast so gegrinst und das letzte Mal, dass du so gegrinst hast, war. Ja, Junge. Ja, aber du fragst nicht mal, wo die Leiche lag. Also, das war mir egal, weil ich weiß, das letzte Mal, dass du so gegrinst hast, war, wo du einen anderen Fehler gemacht hast. Ich habe mal eine Frage an Aurik. Warum habe ich eigentlich zwei Leute gekillt und du hast einfach noch gar nichts gemacht? Ja, weil die ja alle zusammen rumlaufen. Das habe ich nicht verstanden, Alter. Ich dachte mir so, okay, einen haben wir schon erledigt, die wussten nicht, wer es war, nice vote. Dann dachte ich mir so, wenn Aurik jetzt noch einen killt und ich noch einen kill, dann ist nice, Mann. Dann sind schon drei Leute weg. Und dann kill ich Karma, der wird erst nach 50 Sekunden oder so gefunden und du hast halt immer noch keinen getötet. Ja, hast du mal gesehen, wie early die anfangen, alle in einem Haufen rumzulaufen? Ja, das fängt schon nach 30 Sekunden an, gefühlt. Fand halt gut, dass Perik mich abgestochen hat. Ja gut, dann steht da Aurik im Weapons-Ding und er macht die Tür zu, Junge, einfach und ich werde wie im Horrorfilm einfach abgestochen. Perik steht mich ab, eine Sekunde später läuft Perik einfach an Technics vorbei und Technics läuft einfach in die falsche Richtung. Ja, ich konnte nicht sehen, wo er genau hergekommen ist. Ich dachte, er kam unten aus dem Raum, weißt du?
Und aber ich war da meine und am Ende allein. Mich hätte man killen können. René, ist das, Perry, René, halt dein Maul. Halt dein Maul, René. Du bist in deinen Schacht gesprungen. Er ist über dem Vulkan in so einen Schacht gesprungen. Hört nicht drauf zu. Ich bin gerade zum Emergency Room gerannt. Und dann hat er den eigenen Body da detected. René ist es. Hey, wo war René? Also ich war am Vulkan und René ist über diesem Vulkan, da ist so ein Loch, da ist er reingehüpft. Ich bin instant zum Büro gelaufen und habe auf den Emergency Call gedrückt. Perry, okay. Warte. René? Ja, was sagst du dazu? Ja, was soll ich sagen? Er hat Kani gekillt und versucht wegzurennen. Und was, also, wo hat er Kani gekillt? Ja, aber das rechts bei das dem, mit dem Schacht ausdenkt, glaube ich nicht. Also, bei dem Sensor. Vor allem deine Reaktion war diesen Körperscanner, da drauf hat er den gekillt und versucht wegzurennen. Das Medbay ganz rechts, oder was? Ja, genau. Auf dem Körperscanner, Junge, du warst am Vulkan und bist in den Schacht gesprungen, du Laberbacke. Ich wollte gerade sagen, am Körperscanner kann Perik nicht gewesen sein, der ist gerade nach unten gelaufen. Ja, ich bin nach unten gelaufen. Der ist nach unten gelaufen, das habe ich gesehen. Junge, da ist ein fucking Loch. Ja, also ich habe Perik noch gesehen. Der redet sich gerade so. Achso, Perik, wenn du vorhin unschuldig gewesen wärst, hättest du genau so auch argumentiert. Hey, das war einfach so dreist, wie er da in den scheiß Schacht gesprungen ist, Alter. Es war so dreist. Deswegen bin ich auch instant zum Büro gerannt. Aber warum nimmst du nicht einfach die Leiche? Ich hoffe, das ist kein Problem. Ach so, weil du die Leiche nicht gesehen hast. Ah, schon. Good luck an René's Mate. Okay, ich bin gerade unten rechts im Dekoraum und Karma kommt mir entgegen und hat die Leiche nicht reported. Das ist natürlich dann du musst vorher, erstmal sagen, wo die Leiche überhaupt ist. Rechts unten im Dekoraum. Sieht man, wer die reported hat? Ja. Ja, okay, ich hab's dann auch gesehen. Ja, okay. Karma, was sagst du dazu? Dass ich sie nicht gesehen habe, wie es, ne? Aber du hast sie danach auch gesehen, also wie du gerade gesagt hast. Ja, deswegen, also ich habe auch Leiche reported, nicht. Also wie kann man denn eine Leiche nicht sehen? Du läufst ja mit der Absicht auf der Map rum, eine Leiche zu finden. Also aber wenn du manchmal das Tab... Ja, wenn du Tab auf hast und rumläufst, dann manchmal... Ich laufe auch oft mit Tab offen rum. Ich ist denn jemand anders mit dir dort gewesen, Karma? Nee. Also legit, nee, ich habe diese Task gemacht mit diesem riesen... Also an diesem riesen Bildschirm da. Okay, was und dann bin ich... Ja, dieses... Er braucht sich gar nicht rausreden, weil seine Reaktion war, er rennt an mir vorbei, sieht, dass ich komme und rennt panisch wieder zurück und will die Leiche reporten, um dann sowas zu machen wie, oh, der Aorik, der hat die Leiche vor meinen Augen getötet. Das ist Karma. Ah, das muss Karma sein. Ja, Karma. Tschüss. Ja. Good game, guys. Ja. Nächste Runde. Also René und Karma ist auf jeden Fall dumm und dümmer. Das sind schnelle Runden. Er wartet ab, was jetzt passiert. Kann ja sein, dass es... Aorik ist es. Natürlich war es Karma. Ja, das ist halt schon mal sehr richtig schlecht. Ja. Ich hab. Also mein Plan war halt gewesen, dass ich warte, weil ich nicht mehr so. Also wegen Cooldown. Und dass ich den dann einfach auch kill, weißt du? Nee. Und das war für eine Runde. René hat dich einfach verkauft. Vor allem, René, du hättest nicht.